Kennt ihr das auch? Ihr seid den letzten Tag am Urlaub, liegt am Strand und wollt noch unbedingt euren Freunden und Familie eine Postkarte schicken. Wisst aber absolut nicht, wo ihr eine bekommen sollt. Dann hilft euch unsere App der Woche, My Postcard. Die App ermöglicht es euch, ganz personalisierte Postkarten zu versenden. Ein Standardfoto des Eiffelturms ist irgendwie langweilig. Macht doch lieber ein cooles Selfie von euch und dem Eiffelturm im Hintergrund. Und das kriegt ihr auf einer Postkarte und schickt ihr an eure Freunde und Familie. Wenn ihr euch die App aus dem App Store geladen habt, den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ein Konto mit Facebook erstellen oder euch alternativ normal registrieren. Euer Guthaben könnt ihr aufladen mit PayPal oder Kreditkarte, wobei eine Postkarte ab 1,99 Euro anfängt, was nicht wesentlich teurer ist als eine normale Postkarte mit Porto. Aber wie macht man sich nun so eine personalisierte Postkarte? Dazu müsst ihr einfach 4 simple Steps in der App durchführen und schon kriegt eure Freunde und Familie eine coole Postkarte von euch. Im ersten Schritt wählt ihr euer Produkt aus, denn neben einer Postkarte gibt es auch eine Gruß- oder eine Geschenkkarte. Habt ihr euer Produkt ausgewählt, geht es zum zweiten Schritt, den Stil auswählen. Im zweiten Schritt habt ihr nämlich auch wieder die Qual der Wahl. Ihr könnt euch nämlich die Fotoseite aussuchen, ob ihr eine ganz klassische Karte mit einem Foto haben wollt, mit 2, 3 Fotos oder eine moderne Aufteilung mit einem langen Foto und darunter 2 quadratische. Habt ihr euch für ein Stil entschieden, dann müsst ihr nur noch ein Foto auswählen. Dazu könnt ihr direkt eins aus der App aufnehmen oder aber auch eins aus eurer Bibliothek wählen. Ebenfalls habt ihr Zugriff auf eure Instagram-Bibliothek oder könnt eine sehr coole andere Funktion nutzen. Ihr könnt der App nämlich erlauben, euren Standort zu ermitteln. Und dann generiert My Postcard eine coole Karte mit eurem Standort. Und das könnt ihr ebenfalls als Bild in eurer Karte verwenden. Zu so einer Postkarte gehört natürlich auch eure Nachricht. Also könnt ihr im letzten Schritt einfach euren Text und die Adresse eintippen und schon seid ihr fertig. Aber noch nicht ganz, denn auch hier habt ihr wieder die Qual der Wahl. Ihr könnt zwischen 4 verschiedenen Schriftarten in jeweils 4 verschiedenen Größen wählen. Alle Schriftarten sind in einem handschriftlichen Look gehalten und das bringt der Karte noch eine persönliche Note. Na, alle 4 Schritte durchgeführt? Dann könnt ihr jetzt eure ganz persönliche Postkarte versenden. Nochmal alles prüfen und los geht's. Ich werde auf jeden Fall meine nächste Postkarte mit My Postcard versenden. Wenn ihr die App genauso cool findet wie ich und die Idee dahinter, dann könnt ihr euch diese gerne aus dem App Store herunterladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.